Und einen guten Rutsch, erstmal einen guten Rutsch und dann ein Happy New Year. Ja, kommt gut rein ins Jahr 2024 und hier folgen meine Jahresfavoriten 2023. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt Juicy Time. Ja, ein Jahr ist schon wieder vergangen, Wahnsinn. Ich habe gerade diesen Silvester-Look abgefilmt und ja, ich finde, der ist wirklich mega geworden. Hier ist auch schon mein Silvester-Outfit. Wer das ganze Silvester-Outfit sehen möchte, könnt ihr gerne auf mein Silvester-Look-Video gehen. Da seht ihr es dann zum Schluss in ganz. Ja, alle anderen haben schon die Jahresfavoriten rausgehauen. Und ich komme jetzt auch um die Ecke und zeige euch meine Jahresfavoriten für 2023. Ja, beginnen wir mit Kategorie Primer. Da hat es wieder dieses Jahr, wie hätte es auch anders sein können, der Charles Tilbury, der schon fast leer ist und hier schon Flecken hat. Charles Tilbury habe ich auch drauf. Wunderschöner Glow, schöner Primer, gefällt mir richtig, richtig gut. Fühlt sich toll an auf der Haut. Sorgt auch für Feuchtigkeit auf der Haut. Stay hydrated. Der bietet das und einen wunderschönen Glow. Ja, als Primer-Kategorie Drugstore, habe ich hier den Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Das ist dieser hier. Ja, der hat mich völlig überrascht. Der ist absolut schön weichzeichnend. Gefällt mir richtig, richtig gut von Revlon. Revlon ist in unseren Drogerien leider nicht vertreten. Also zumindest nicht, dass ich das wüsste. Falls es doch so sein sollte, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber ihr könnt das auf jeden Fall online shoppen. Und für ein Drugstore-Produkt ist das schon sehr hochpreisig. Das liegt, glaube ich, ungefähr bei 15, 16 Euro, dieser Primer. Aber das, was draufsteht, ist auch drin und hält absolut, was es verspricht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist Drugstore Primer, Favorit 2023, Gina Juicy. Ja, gehen wir weiter mit der Kategorie Foundation. Und Foundation hat sich dieses Jahr bei mir nicht viel getan, obwohl ich einiges an Foundations ausprobiert habe. Und jetzt sehe ich, fehlt mir sogar eine Foundation. Ich würde sagen, ich gehe sie schnell holen und bin gleich wieder für euch da. Ihr merkt ja auch nichts davon. Da bin ich auch wieder zurück. Ja, Foundation gibt es dieses Jahr wieder ein paar. Klar, ganz klar, Number One ist Charles Tilbury Hollywood Flawless Filter in der Farbe 04 habe ich das. Nee, in der Farbe 4 habe ich das derzeit. Habe ich auch darauf. Absoluter Favorit Charles Tilbury. Einfach, ja. Was soll ich dazu sagen? Konnte nicht getoppt werden dieses Jahr von keiner. Aber es ist eine dazugekommen, die mich doch sehr überrascht hat und mir gut gefallen hat. Aber an das hier kommt es nicht dran. Und dazu folgen, die ich jetzt leider nicht da habe, weil ich viele andere Foundations ausprobiert habe, ist die Armani Luminous Silk Foundation. Das ist auch ein absoluter Favorit von mir. Ist schön Coverage, macht einen schönen Smoothie, Haut. Bild und absolute Empfehlung. Armani, gerade nicht da, aber eine Foundation, die ich immer wieder nachkaufen würde und immer wieder ein Backup davon holen würde. Auch ein absoluter Favorit, auch wenn nicht gerade da, aber total mit Charles Tilbury auf Platz 1. Und dann hat es eine Drugstore Foundation geschafft. Und zwar die Make-up Factory Light White Foundation, das ist diese hier. Und die hat mich richtig überrascht. Und wenn ihr hört, genau, die ist ganz, ganz flüssig. Die ist wirklich wie Wasser. Die läuft einfach auch runter. Hier ist so ein Zwei-Phasen-System verbaut. Es ist eine Flüssigkeit mit drin und wohl etwas mit Pigment. Und das muss man immer vor Gebrauch schütteln und dann erst auf die Haut tun, weil sonst kriegt man nur so eine glasige, flüssige Konsistenz aufs Gesicht. Ja, also man muss sie definitiv schütteln und dann aufs Gesicht und dann lässt sie sich super schön
Ja, verblenden auf der Haut, einarbeiten in die Haut und die ist halt, ich würde sagen, eine Coverage von Medium. Dabei ist sie so flüssig, dass man denken könnte, sie ist gerade mal vielleicht light oder beziehungsweise kaum Deckkraft. Nee, aber sie ist Medium und fühlt sich sehr leicht auf der Haut an, was ich liebe. Auch für den Winter mega geeignet. Gefällt mir richtig gut, versorgt die Haut einfach mit Feuchtigkeit. Ja, und wie gesagt, lässt sich super schnell einarbeiten in die Haut und auch in den Rändern sieht man nichts. Wirkt auch sehr natürlich, macht aber ein schönes, smoothigen Hautbild und man kann sie auch aufbauen. Mega Produkt. Auch für ein Drugstore-Produkt könnt ihr bei Müller finden. Ziemlich hochpreisig. Ich habe sie für 10 € geschossen, wie sie im Placement war, als sie platziert wurde und soll aber eigentlich 20 € kosten. Ja, lohnt sich aber trotzdem, ist eine schöne Foundation, gerade für den Alltag. Mega, benutze ich gerne für den Office. Super Favorit. Ja, und jetzt kommen wir zur Kategorie Concealer. In Sachen Concealer habe ich dieses Jahr vieles probiert, einiges ausprobiert. Nichts hat mich wirklich so vom Hocker gerissen in Sachen Concealer, bis auf diese. Dieser Concealer hier ist von Pupa Milano, nennt sich Pupacava Cream Concealer in der Farbe 001. Hat so einen abgeschrägten Plastik. Applikator, damit lässt sich es super punktuell genau auftragen und lässt sich super verblenden, hält schön auf, habe ich auch gerade drauf. Ganz tolles Produkt, leider nicht bei uns im Drugstore, aber online erhältlich. Ja, liebe ich, lieben wir. Ja, und im High-End-Bereich, was Concealer angeht, konnte diesen Concealer immer noch nichts toppen. Meiner Meinung nach. Das ist der von Too Faced, der Born This Way, der Multi-Use Sculpting Concealer in der Farbe Vanilla und ich hatte ihn schon in der Farbe Seychelle. Und Seychelle gefällt mir noch mal besser. Vanilla ist aber auch gut. Absoluter Favorit im High-End-Bereich und für mich immer noch die allerbeste Concealer, den es so auf dem Markt gibt für mich. Gerne wieder. Ja, dann würden wir kommen. Dann würden wir kommen zur Kategorie Setting Powder. Aber auch da muss ich noch mal kurz aufstehen. Auch das habe ich vergessen. Ich bin sofort wieder da. Im Bereich Setting Powder. Kategorie Drugstore habe ich hier von Action Go Flawless von Max & More die Wonder Melon die Scented Setting Powder, der riecht auch nach Melone, ist so ein bisschen mehr im rosa-stichigen Bereich. Gefällt mir aber ganz gut. Ist nicht zu trocken auf der Haut und ist ein tolles Produkt. Benutze ich super gerne, auch für den Alltag. Ja, Kostenpunkt ist so um die 1, 2 €, 3 €. Nicht mehr. Dann habe ich noch ein Setting Powder. Auch von Bereich Drugstore, aber doch hochpreisiger. Und zwar ist es auch wieder von Revlon. Revlon und Pupa Milano waren dieses Jahr wirklich die Game Changer, die meine Make-up-Routine wirklich nochmal hier aufgemischt haben. Und das ist ein Produkt davon. Das ist das von Revlon Color Stay Blood Setting Powder. Das ist so beige, ist auf der Haut sehr satin, seidig. Fühlt sich auch nicht trocken an. Ja, ist noch ein Deckel drauf. Also man kann es auch nicht sehen jetzt, aber in anderen Videos könnt ihr sehen, in dem vorletzten. Ist so beigig und auch mega und matcht super mit diesem Concealer von Pupa Milano. Richtig gut. Absolute Empfehlung. Mein Jahresfavorit.
Nur für ein Drugstore-Produkt finde ich das schon sehr hochpreisig. Zumindest in Kroatien Müller. Ich weiß nicht, wie es hier online ist. Ich habe jetzt nicht genau geschaut. Im Kroatien Müller hat das ungefähr gekostet auch um die 20 Euro. 16, 17, 18, 19. Schlag mich tot. Irgendwie so. Aber ist mega und kann ich absolut empfehlen. Benutze ich super, super gerne. Kategorie Bronzer. In Kategorie Bronzer gibt es zwei Produkte und die sind beide im High-End. Und zwar einmal hier von Kylie Jenner. Pressed Bronzer Powder in der Farbe 40D. Sieht so aus. Benutze ich schon super lange in dieser schönen rosa Verpackung. Und dann haben wir noch ein High-End von Sueva. Santorini, Italia. Sieht so aus, kommt in so eine Pappverpackung und sieht innen so aus. Sieht in der Kamera jetzt sehr hell aus, aber für den Winter absolut perfekt. Man braucht nicht mehr, genau das Richtige zaubert die Wärme drauf. Auch wenn es sehr hell aussieht, macht es genau für den Winter genau richtig. Da würde ich sagen, ist der hier schon zu viel. Der ist mehr für die warmen Monate und der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und auch die von Action kann ich absolut empfehlen. Aber das sind meine Jahresfavoriten von Sueva Santorini und Kylie Jenner. So, kommen wir zur Kategorie Lidschatten. Fangen wir mit Drugstore an und da ist es natürlich, wie kann es auch anders sein, was ich heute auch drauf habe. Wie kann es anders sein? Es ist natürlich die Christmas Story Palette von Catrice, die es hier in den Favoriten geschafft hat. Eine mega Palette, super pigmentiert, lässt sich super verblenden, ausblenden, hat mega knallige Farben. Auch die metallischen Shades funktionieren einwandfrei, mega, hat eine wahnsinnige Leuchtkraft. Toller Spiegel, tolles Packaging. Liebe ich, will ich nicht mehr in meiner Sammlung missen. Gibt es noch, habe ich letztens bei Müller noch gesehen, stark vergriffen. Also wer da davor noch eine haben will, sollte schnell sein. Online könnt ihr das auch noch kriegen, glaube ich. Ja, Megapalette, Top-Favorit für 23. Und dann hat es eine High-End-Palette geschafft, die jetzt leider in meiner Make-up-Bag war und ziemlich lidiert aussieht. Die kommt so daher, die kennt ihr auch zu Genüge. Das ist von Urban Decay Beauty Prince Palette. Und die ist in Lilatönen gehalten, auch einen schönen kleinen Spiegel mit drin. Hier das Auge von Prince. Hat super schöne Shades, sehr gut pigmentiert, tolle Metallic Shades und lässt sich super verblenden, lässt sich super ausblenden. Eine sehr starke Intensität in der Formulierung der Colors. Und ja. Mein Schätzchen, 23, habe ich geliebt, war überall im Urlaub mit dabei und habe ich gerne danach gegriffen. Dann kommen wir zur Kategorie Eyeliner. Eyeliner hätten es zwei geschafft, beide aus der Drogerie. Einmal NYX Cosmetics, der Epic Ink Liner. Ein super toller Eyeliner, hat aber schreckliche Inhaltsstoffe mit drin, wie flüssiger Klebstoff und Nanopartikel und weiß ich nicht noch was, Ruß und alles das, was man nicht mehr auf seiner Haut haben will. Daher ist es aus meinen Favoriten rausgefallen. Und da habe ich von Revlon den Eyeliner, auch mit einer ganz dünnen Spitze, super schön. Wenn man den neu hat, braucht man ein bisschen, bis er wirklich dann in Fahrt kommt. Aber danach ist er wirklich super, habe ich auch heute drauf. Kann ich super schnell mitarbeiten, super präzise, richtig tolles Produkt, tolles Pigment, ja, tolles tiefes Schwarz. Absolute Empfehlung, mein Eyeliner 2023, mein Favorit für dieses Jahr. Ja, dann kommen wir zu weiter bei Eyeliner, und zwar diese eben nicht flüssigen Eyeliner, sondern dieser hier ist immer noch wie letztes Jahr von Revlon, der Intense Eyeliner in der Farbe 01 Black.
kennt ihr zu Genüge. Hat es wieder, auch dieses Jahr war 22 ein Favorit und 23 ebenfalls. Nutze auch für die Wasserlinie super, funktioniert super, hält gut, gefällt mir richtig, richtig gut. Kategorie Lip Liner. Ja, Kategorie Lip Liner habe ich hier aus dem Drugstore-Segment. Wie kann es auch anders sein? Habt ihr auch millionenfach bei mir gesehen. Von Maybelline New York. Der Color Sensational. In der Farbe 02 müsste das sein. In einem Braun habe ich sehr gut, habe ich sehr gerne benutzt. Ist nicht langanhaltend auf den Lippen, aber ja, muss man immer wieder nachziehen. Aber hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Würde ich auch wieder nachgreifen. Hat es auch dieses Jahr wieder, wie 22, auch in 23 zu den Favoriten geschafft. Und dann im High-End-Bereich, was der jetzt kostet, weiß ich nicht, der war im Adventskalender mit drin. Gefällt mir aber richtig, richtig gut. Das ist der von Zoeva. Weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann in der Kamera. Zoeva, und zwar der Velvet Love Lip Liner. Hat so ein Goldbraun und ist super geschmeidig auf den Lippen. Man kann schnell damit arbeiten. Er ist punktuell, bleibt auf den Konturen, verrutscht nicht. Und absolute Empfehlung, gefällt mir richtig, richtig gut. Ist auch in meiner Make-up-Routine mit eingeflossen. 23 Lip Liner, absoluter Favorit. So, und dann kommen wir zur Kategorie Mascara. Im Bereich Mascara gibt es gleich drei und alle drei sind aus dem Drugstore-Bereich. Und zwar, wie letztes Jahr, kennt ihr auch schon zu Genüge von Rival de Loop, die Maximum Eye and Lash Mascara. In dieser beigen, in diesem beigen Packaging liebe ich nach wie vor. Absoluter Favorit für 23, aber weiterhin haben es auch geschafft in die Favoriten von Maybelline New York, Falses. Surreal, das ist der hier, macht ein super schönes Volumen, hat ein tolles Schwarz, gefällt mir richtig, richtig gut, hat es auch in meine Favoriten 23 geschafft. Und last but not least von Bonjour Paris, die Big Lash OE Mascara, hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Womit diese Mascara, und jetzt guckt euch mal dieses Packaging an, ist das nicht mega nice, so, so schön. Aber in Kombination mit meinem Setting Spray, was ich euch gleich zeigen werde, verträgt sich das leider überhaupt nicht. Sie schmiert dann. Aber mit dem anderen Setting Spray davor war das überhaupt nicht der Fall. Aber trotzdem, ein Favorit von mir, gefällt mir super gut und gerne wieder, glaube ich, hole ich mir auch nochmal nach. Die ist jetzt komplett leer. Die habe ich vom Sommer bis jetzt jeden Tag benutzt. Gefällt mir richtig gut. Mega. Ja, das war's in der Kategorie Mascara. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Setting Spray. Ja, Setting Spray habe ich mehrere Favoriten. Das wäre einmal Urban Decay All Nighter, habe ich schon lange nicht mehr nachgegriffen, weil mir andere doch ein bisschen mehr gefallen, mir mehr Glow zaubern und bei mir auch so Jahreszeit abhängig ist. Und ja. Aber trotzdem ist Urban Decay absoluter Favorit. Und weiterer Favorit ist Yves Saint Laurent, das Secret Glow Setting Spray. Und natürlich von Anastasia Beverly Hills Dewy Set Setting Spray. Liebe ich, benutze ich immer wieder, greife ich immer wieder nach. War letztes Jahr schon in meinen Favoriten, dieses Jahr erneut und hält super, schafft ein dewy, glowy Finish, gefällt mir richtig, richtig gut. Hat einen schönen Pumpkopfzerstreuer, lässt sich auch hier verschließen, für auf Reisen in die Tasche oder in den Koffer verschließt man das und dann kann nichts passieren, nichts auslaufen, gefällt mir richtig, richtig gut. Das ist aus dem High-End-Bereich. Jetzt kommt noch eins aus dem High-End-Bereich. Wie kann es auch anders sein? Kennt ihr auch schon zu Genüge? Das Iconic Prep Set in Glow. Liebe ich. Einer meiner Top-Favoriten. Auch dieses Jahr wieder unter den Favoriten. Super glowy. Mega.
spendet Feuchtigkeit, die Haut fühlt sich geschmeidig an. Ich lieb's und bestelle das immer wieder. Auch für den Sommer mega. Reine Empfehlung, bestes Unsetting-Spray, was man so haben kann. Aus dem Drugstore-Bereich im Setting-Spray hat mich überrascht. Von Action, Max & More Cosmetics, Fixing Spray, Long Lasting and Hydrating Setting Spray, das ist dieses hier, hat keine schädlichen Inhaltsstoffe, mega, hat super gehalten, war nicht so alkoholisch, also war kein Alkohol drin zu riechen wie jetzt bei NYX, das war ja, wow. Ja, hat mich mega überrascht, hat gut gehalten, hat mein Make-up super gut gehalten. Drugstore, wenn man mal vergessen hat, was zu bestellen, kann man sie schnell holen, wenn es gibt. Ich glaube, es gibt es nicht immer, ich weiß nicht genau. Aber das war schon super. Hat einen schönen auch Pumpkopf und einen tollen, feinen Sprühnebel. Genauso wie bei den anderen auch. Hat mir wirklich gut gefallen. Das Einzigste vom Drugstore-Bereich, das, was ich probiert hatte von Catrice. Und da gibt es ja auch so ein quasi alternatives Produkt zu dem hier von Catrice. War aber absolut nicht der Fall. Kommt nicht annähernd dran und das hier für den Drugstore mega. Ja, und dann noch mal Kategorie Wangen. Natürlich Charlotte Tilbury, dieser Contour Stick hier, den kennt ihr auch zu Genüge aus meinen Videos mit diesem Schwämmchen. Das benutze ich super, super gerne. Auch quasi als Blush und Kontur. Macht einen schönen glowy Look. Ja, und snatcht schön die Base. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Immer wieder gerne. Letztes Jahr schon die absolute Favorit. Und in 23 nochmal hinterher. Kategorie Highlighter habe ich nicht viel probiert in diesem Jahr. Und daher wie letztes Jahr von Rival de Loop. Das war eine Sonderedition. Der ist schön pigmentiert. Lässt sich super auftragen. Hat diesen super schönen Rosy Gold-Ton mit dem Spiegel drin. Mega. Wie letztes Jahr auch. Mein Favorit in Highlighter. Muss aber dazu sagen, dass ich im Bereich Highlighter. Muss aber dazu sagen, dass ich im Bereich Highlighter nicht viel probiert habe in diesem Jahr. Ich habe schon ganz trockenen Hals. Das ist mein zweites Video, was ich drehe. Mein Silvester-Outfit habe ich auch schon an. Silvester kann kommen, 24 kann kommen. I'm ready. Bist du ready? Wenn du ready bist, schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, Kategorie Lippenstift. Kategorie Lippenstift habe ich zwei Produkte, und zwar Drugstore-Produkte. Und das ist einmal der Vinyl von Maybelline New York. Den kennt ihr auch zu Genüge. Den habe ich auch in Rot geshoppt für The Color of the Month. Dezember und da habe ich noch diese Nude-Farbe hier. Mag ich super gerne, benutze ich super gerne, kaufe ich gerne nach. Und mein Favorit, ist so ein Creamy, ist eher nicht so glossy, eher creamy würde ich sagen. Und ich liebe Creamy. Ja, mein Favorit für 23 und geschafft hat es von Catrice die Christmas Story. Den gibt es noch aktuell. Ja, das ist dieser morphige Roséton. Wunderschön. Ist sehr Satin-mäßig auf der Lippe. Hat ein schönes Pigment. Hält nicht so lange, wenn es runtertrocknet ist. Ein bisschen nicht so schön. Man muss es dann wieder nachzeichnen. Aber er fühlt sich mega an auf den Lippen. Leicht, seidig. Und hat ein schönes Pigment. Ja. Gefällt mir richtig gut, hat es trotzdem wie meine Jahresfavoriten 23 geschafft. Ich liebe diesen Lippenstift und benutze ihn auch gerne. Ja, Pinsel. Pinsel ganz klar. Luvia, die ihr schon von mir her kennt, benutze ich super gerne. Und dieser Fluffy Bronzing Pinsel von Body Soul liebe ich. Und natürlich von Luvia, der Sponge, der Beauty Sponge, schön weich, hat super Kanten, um auch zu konturieren
Um richtig zu platzieren, ist hier geschrägt, da geschrägt und hier hat es nochmal so eine abgeschrägte Kante. Hier nochmal hinten auch nochmal abgeschrägt. Schön weich, nicht zu weich. Ein toller Beauty Sponge, benutze ich super, super gerne und gerne wieder. Mein Beauty Sponge dieses Jahr abgelöst von Real Techniques, hier Luvia. Und das ist mein Highlighter-Pinsel, also der Highlight-Pinsel für 23, nicht für den Highlighter, sondern es ist ein Bronzer-Pinsel und den benutze ich super, super gerne. So, meine Lieben, und da sind wir auch am Ende angekommen, meiner Jahresfavoriten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon kennt, von diesen Produkten und ob ihr die genauso feiert wie ich. Und ja, noch ein kleines Anliegen, meine Lieben. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wäre schön, wenn wir 50 Abonnenten voll machen könnten. Das wären noch 9 Abonnenten. Also, wenn du jetzt noch nicht abonniert haben solltest, tu mir doch bitte den Gefallen und mach mir die Freude. Abonnier diesen Kanal und lass uns wachsen. Diese mini, mini, klitzekleine Juicy-Munity größer werden lassen. Das würde mich mega freuen. Ja. Dann wünsche ich euch einen guten Rutsch und kommt gut rein ins 24 und danke, danke für das 23 und noch mehr Power für 24. Ich wünsche euch alles Glück der Welt für 24. Denkt dran, 2024 soll das Sonnenjahr werden. Das sollte eigentlich ein gutes Jahr für alle werden. Und ich glaube fest daran und freue mich auf das nächste Video mit euch und weiterhin auf 2024 mit euch. Bis dahin, was bis dahin? Zu viel geredet schon. Feiert schön, kommt gut rein und lasst es krachen an Silvester und macht euch ein mega Make-up. Gerne könnt ihr mich auch auf Instagram mit euren Bildern verlinken. Würde mich mega freuen. Und dann würde ich sagen, bis bald, eure Gina Juicy.